Ab sofort könnt ihr Cubasis 1.9 auf dem iPad mit In-App-Käufen aufrüsten. Was die taugen, das erfahrt ihr gleich. Dranbleiben. MuseTalk TV wird präsentiert von FL Studio. Mehr als 14 Jahre Entwicklungszeit stecken in der beliebten Audio-Workstation für Windows. FL Studio bietet wirklich alles, was ihr für eine professionelle Musikproduktion benötigt. Zum Beispiel den Performance-Mode, Multitouch-Support, Playlists und einen neuen Mixer. Weitere Features erhaltet ihr immer kostenlos über die Lifetime-Free-Updates und FL Studio gibt es auch für Smartphones und Tablets. Weitere Informationen unter www.flstudio.com. Und König und Meier. Ob iPad, iPhone oder Android-Tablet, von König und Meier gibt es das passende Stativ oder Halterung. Darüber hinaus findet ihr auf k-m.de eine große Auswahl an hochwertigem Zubehör rund ums Musikmachen. Ob Mikrofonständer oder Klavierbank, von König und Meier gibt es eine standfeste Lösung. Herzlich willkommen zum MuseTalk, dem Music und Sound Production Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen bei MuseTalk angecheckt. Ich bin Ron Eric und heute checke ich für euch die Cubasis FX Packs 1 und 2 an. Cubasis ist ja eine super geile DAW auf dem iPad, ist eigentlich das einzige Programm, was richtig amtlich MIDI-Recording und Audio-Recording kombiniert. Damit kann man fast so arbeiten wie auf einem großen Cubase oder Cubase auf dem Computer. Mit der App Cubasis gibt es schon rudimentäre Effekte, dabei ist auch schon ein Hall und ein Delay und weitere Sachen. Aber ehrlich gesagt, das sind, sagen wir mal, die einfachen Versionen. Deswegen kann man jetzt Cubasis nachrüsten via In-App-Kauf. Und da gibt es jetzt Cubasis FX Pack 1 und 2. Die kosten jeweils 6,99 Euro. Kann man hier oben aufrufen über den Shop-Link. Und ich würde mal sagen, FX Pack 1 ist so ein Erweiterungspaket, das eigentlich jeder braucht. Denn wir haben hier 3x Delay, 2x ein Reverb und dann noch so eine Art Stereo-Verbreiterung im FX Pack 2. Da findet man so eher, ich sag mal, Bearbeitungseffekte, die den Sound vielleicht so ein bisschen aufwerten, ein bisschen interessanter machen können. Und dabei ist Pan und Tremolo, Rotary Speaker, eine Bit Reduction, eine kleine Talkbox, ein Wah-Wah-Pedal-Effekt und ein Enhancer. So, dann spiele ich euch erstmal das Playback trocken, ohne Effekte an. So, jetzt machen wir hier auf den Synthesizer Reverb. Es gibt ja schon das eingebaute Reverb und man sieht es hier schön. Hier gibt es nur 3 Parameter, Time, Pre-Delay und Brightness. Das ist okay, aber eben, wie schon in der Anmoderation gesagt, rudimentär. Das kann man jetzt besser machen, indem man ein Nonlinear Reverb und ein Early Reflections kombiniert. Das habe ich nämlich gleich herausgefunden, dass das eigentlich ganz geil ist. Denn Nonlinear, das sind so eher die Reverb-Effekte, die man mit einem Vintage-Reverb erzeugt, die eben nicht linear sind. Klein bisschen interessanter klingen als so ein Standard-Reverb. Und separat die Early Reflections, dann die ersten Reflexionen. Und in dieser Kombination kann man eigentlich eine ganze Menge mehr machen, als nur mit dem einzelnen Plugin, weil man kann sich schön kombinieren. Und ich habe das mal kombiniert mit dem Reverb aus der Cubasis 1.9 Standard-App. Ich schalte jetzt mal die einzelnen Sachen dazu. Das wäre jetzt das Standard-Reverb. Ist okay. Dann habe ich hier noch ein bisschen Non-Linear-Reverb und Early Reflections dazu gemacht. Und ich glaube, man kann es ganz gut hören. Man bekommt damit einen viel komplexeren, interessanteren Reverb-Sound hin. Und man hat auch deutlich mehr Möglichkeiten, denn die Early Reflections kann man zum Beispiel auch auf ein Signal machen, ganz, ganz wenig nur davon und erzeugt ein klein bisschen Räumlichkeit. Das ist hier mit dem Standard-Reverb schon relativ schwierig. Und jetzt ist natürlich schon mal die allererste wichtige Frage, wie viele Ressourcen verbraucht das denn? Kann ich das denn auch auf dem iPad 1, 2, 3, 4 nutzen? Deswegen schauen wir uns jetzt mal an, wie viel CPU-Verbrauch haben wir denn? Hier oben ist das CPU-Meter.
Und ich habe hier schon nur 128 Samples Buffer eingestellt. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das Ganze auch noch ziemlich gut auf einem iPad 3 oder 4 funktioniert. Also vom Ressourcenverbrauch bekommt das Ganze erstmal schon mal 5 Punkte von mir. So, dann lassen wir den Effekt mal an. Dann gehen wir mal hier runter zum Percussion zum Beispiel. Jetzt sind Effekte raus. Und schauen mal so rein, was so delaymäßig geht. Die hier klingen gut. Das ist erstmal ein Tape-Delay, Stereo-Delay und Long-Delay. Habe ich jetzt mal alles auf einmal an den Start gebracht. Das sind Effekte, ähnlich wie man sie auch als Plugin für den Computer kennt. Hier haben wir 4 Wiedergabeköpfe. Das heißt also, wir können 4 verschiedene Delay-Zeiten auch programmieren, beziehungsweise ein Pan machen hier. Verschiedene Delay-Zeiten für jeden einzelnen Head sind nicht möglich, das war jetzt Quatsch. Aber ich kann auf jeden Fall die Lautstärke und das Panning regeln. Feedback. Und hier habe ich hier noch den Vintage-Schalter. Das macht das Delay bei jedem Durchgang ein wenig dumpfer. Dann haben wir hier noch ein klassisches Stereo-Delay. Ups. Na. Und ein Long-Delay. Habe ich auch jetzt mal ganz lange eingestellt hier. Das waren jetzt die 2 Reverb-Effekte und die 3 Delays. Und fürs Mixen noch ganz interessant ist auch noch ein, ich nenne das ein Stereo-Enhancer, ein Verbreiterungs-Plugin. Das habe ich jetzt hier mal auf meinen Synthi gemacht. Und ich hoffe, das hört man auch gut im Video. Sofort wird der Sound breiter und fetter. Schauen wir uns jetzt FX Pack 2 an. Das sind sogenannte Vintage-Effekte, Rotary-Effekte und so weiter. Eine Talkbox und einen Enhancer. Hören wir uns mal an, wie das hier auf meinem Synthesizer klingt. Machen wir jetzt erstmal so einen Talkbox-Effekt drauf. Das ist schon mal ganz nett. Dann dazu noch den Enhancer. Und das ist jetzt ein Plugin, was im Prinzip Obertöne hinzulügen möchte. Da habe ich jetzt hier für die Low alles ganz runtergedreht auf 0 dB, weil auf dem Synthi-Sound möchte ich keinen Bass-Boost haben. Aber so höhenmäßig, das wäre gar nicht schlecht. Da kann man hier dB anwählen und hier das Tune. Das machen wir mal. Und damit wird der Sound ein wenig durchsetzungsfähiger. Jetzt kann man auch mal das Thema Bedienung thematisieren. Die Bedienung ist okay, die kriegt von mir 3 von 5 möglichen Punkten. Es geht ganz gut, damit zu arbeiten. Aber hier zum Beispiel diese Drehreglernummer, die finde ich nicht so schön. Da hätte ich mir zum Beispiel lieber virtuelle Fader gewünscht. Ich lasse die Effekte jetzt mal alle an und gehe in die nächste Spur. Hier haben wir den Bleep, den hören wir auch mal solo. Üb, macht das. Wenig spektakulär. Können wir das vielleicht ein bisschen aggressiver hinkriegen? Ja, wir haben noch die Bit Reduction. Und das ist so eine Art Bit Reduction Plugin, das ein bisschen Dreck ins Signal hineinbringen soll. Hören wir mal, ob das gelingt. Ups, noch ein bisschen mehr vielleicht. Und gehen wir mal hier rein. Jupp, Bassdrum, da ist nichts drauf. Was habe ich denn hier gemacht auf die Hi-Hat? Hören wir mal rein. Und das klingt jetzt richtig schön dreckig. Mach nochmal aus. Original. Mit Dreck. Nächster Effekt. Baba.
ein automatischer Wawa-Effekt, den man hier schön steuern kann. Wie als hätte man ein Standard-Fußpedal angeschlossen. Verschiedene Modi, Auto-Wah, Rate, Depth. Und eignet sich auch hier wieder, um das Signal ein klein bisschen interessanter zu machen. Und dann gibt es im FX Pack 2 noch einen Rotary Speaker Effekt und einen Tremolo und Pan Effekt. Den habe ich hier mal auf die Toms gelegt. Mal rein. Wie man hört, konnte ich mit den FX Packs 1 und 2 meinen Track deutlich interessanter machen. Beide Packs sind für mich auf jeden Fall nützliche Erweiterungen von Cubase auf dem iPad. FX Pack 1 ist für mich ein absoluter No-Brainer. Für 7 Euro ist das eine absolute Pflichtanschaffung. Bekommt deswegen von mir auch auf dem Musometer 5 von 5 möglichen Punkten. FX Pack 2 mit den Vintage-Effekten. Okay, Preis-Leistungs-Verhältnis nicht ganz so gut. Denn viele von den Effekten kann man dann auch über Interapp Audio vielleicht oder über Audiobus anderweitig hier hineinbekommen. Ist auch nicht eine Anschaffung, die jeder absolut braucht. Wer allerdings jetzt in meiner Sendung das ein oder andere gehört hat, wo er sagt, oh, das finde ich eigentlich ganz geil, für den ist das auch eigentlich eine Anschaffung, die auf jeden Fall Sinn macht. Und deshalb möchte ich FX Pack 2, 3 von 5 möglichen Punkten auf meinem Musometer geben. So, und jetzt sind wir leider schon am Ende meiner kleinen Probefahrt mit den neuen In-App-Möglichkeiten von Cubasis 1.9. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuschauen. Wir sehen uns bald wieder hier auf diesem Sender. Aber bis dahin, make more music mit Musetalk. Tschüss!